sollte. Ich glaube, dass die Bank für Kirche und Diakonie besonders gut bietet, dass sie mit Stiftungen auf dem Weg ist. Wir fragen sehr genau, wo möchte eine Stiftung hin, wo sind Prioritäten in der Vermögensanlage und können dann dem Kunden entsprechend, also der Stiftung folgend, uns in Anlagebereiche begeben. Gilt das auch für Umwelt, also ökologische und soziale Bereiche? Ich denke, dass die sozialen Bereiche und die Umweltbereiche ja dann schon stiftungsimmanent sind. Und man kann selbstverständlich bei der Auswahl von Vermögensanlagen diese Kriterien in den Vordergrund stellen. Ganz wichtig ist, die Stiftung hat sich überlegt, was ist wichtig, was möchte sie verfolgen. Wenn die Stiftung sich das dann überlegt hat, dann hat sie ja auch einen Renditeanspruch. Kann man den auch dann mit nachhaltigen Investments erreichen? Das machen wir besonders gerne. Wir sind der sicheren Überzeugung, dass bei den nachhaltigen Investments am langen Ende die Renditen nicht schlechter sind und die Auswahl gut getroffen. Ich bin mir auch sehr sicher, von den Kollegen aus dem Treasury zu wissen, dass Studien das inzwischen belegt haben, zeigt, Renditen sind nicht abhängig von Nachhaltigkeit. Das ist genauso mit diesen Anlagen zu erzielen. Persönlich denke ich, ist es mit ihnen noch viel besser zu erzielen, weil Nachhaltigkeit ja am langen Ende zählt. Frau Wicht-Stieber, Stiftungsexpertin der Bank für Kirche und Diakonie, herzlichen Dank. Gerne.